7 T-Shirts habe ich an, 2 Sweater, jetzt diese Winterjacke. Kälte spüren, ja, du spürst das schon in den Füßen. Im zweitreichsten Land der EU wird die Armut unter der Bevölkerung immer größer. Schätzungen zufolge leben allein in Wien mehrere hundert Menschen auf der Straße. Am Anfang ist für mich halt der Horror gewesen, wirklich reinster Horror. Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen versuchen, das Leid der obdachlosen Menschen so gut wie möglich zu verringern. Sie dürften in einem Park in der Nähe der Donau schlafen. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die Polizei sie einmal vertrieben hat in der Nacht. Gut aufpassen drauf. Das Klischee vom verwahrlosten Obdachlosen gibt es längst nicht mehr. Die Betroffenen kommen aus allen sozialen Schichten. Das Leben auf der Straße macht schnell krank. Naja, der hat einfach seit 3 Jahren offene Füße, die sind so dick und blau und offen und rot und entzündet und es tut ihm einfach weh. Das Mitleid mit jenen, die am Rande der Gesellschaft leben, hält sich bei einigen Mitmenschen dennoch in Grenzen. Sie können hier sitzen, wie viel Sie wollen, aber der Dreck, das ist was schrecklich, oder? Er kehrt weg. Er kehrt ein Heim. Die Gruft der Caritas ist die wohl bekannteste Notschlafstelle in Wien. 2013 wurde ein Tageszentrum gleich neben der Kirche dazugebaut. Hier werden täglich bis zu 400 wohnungslose Menschen verköstigt. Herr Hans kommt oft hierher. Den ehemaligen Prokuristen einer großen Bank warf ein Burnout, eine Scheidung und die Alkoholsucht aus der Bahn. Seine Pension reicht nicht fürs Überleben. Meistens in der zweiten Monatshälfte, wenn das Geld knapp wird, dann bin ich halt auf jeden Fall einmal am Tag da. Es gibt ja sowohl ein kleines Frühstück, als auch ein warmes Mittagessen und sogar ein warmes Abendessen. Aber meine Devise ist, ich möchte unbedingt einmal am Tag warm essen. Das soll man, glaube ich, schon. Das wäre morgens wichtig. Und das befolge ich auch. Ne? Da passe ich auf. Man muss halt schon, wenn man älter wird, dann muss man halt schon ein bisschen auf den Körper ein bisschen aufpassen. Herr Hans musste seine Eigentumswohnung verkaufen. Aus einer Gemeindewohnung wurde er rausgeschmissen, weil er die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Er lebte mal bei Bekannten, mal in Pensionen, mal in Notquartieren. Seine erste Nacht in der Gruft ist mehr als 17 Jahre her. Das war der Beginn des Ganzen. Da bin ich aus dem Hotel Bauer aus Geldmangel mehr oder weniger entfernt worden und bin dann hier gelandet. Und da habe ich jetzt einmal geglaubt, ich bin im falschen Film. Ne? Und bin aber dann doch hier geblieben, weil total pleite war. Nicht einmal Sozialhilfe gehabt habe, nichts, keine Arbeitslose, null. Ja, leider habe ich 2 Krankheiten, muss ich auch sagen. Nicht nur Alkoholismus, das gibt es offen zu. Ich habe also, wie so schön heißt, modernerweise eine bipolare Störung. Für mich ist heute Alkohol kein Thema mehr. Ja, es waren zwar dazwischen 5 Enzymuskuren, 4-mal Kalksburg, einmal sogar das Otto-Wagner-Spital, besser bekannt als Baumgartner-Höhe bzw. Stauhof. Und dort noch einmal 5 Monate, das hat dann geholfen. Das war dann wirklich die Lösung. Sozialarbeiterin Susanne Peter kennt ihren Klienten Herrn Hans schon fast 2 Jahrzehnte. Sie ist ein Urgestein der Gruft. Und was machst du jetzt? Na ja, der erste Schritt war nicht zu dir. Nachdem du immer so mein rettender Schutzengel bist. Und ja, die Gruft als Einrichtung ja mir wohl bekannt ist. Mhm. Ich brauche einmal einen Schlafplatz. Das war das allererste. Wenn das einmal möglich wäre, das ist der allererste. Und dass ich überhaupt auch mich postalisch melde. Du könntest dein Geld auch deponieren bei uns. Dass ja, wenn es da wäre. Vielleicht dann auch länger ja. Einmal. Aber ich habe keine Brieftasche. Weißt du, warum bei Ihnen gehört habe? Also man kann einmal Dokumente deponieren. Auf der Straße passiert sehr leicht, dass man diese Dinge verliert. Dokumente sind teuer. Und ohne Dokumente gibt es kein Geld und ohne Geld gibt es keine Dokumente. Wenn ich Geld einstecken habe, weiß ich das auch, dass das relativ rasch weg ist. Vor allem, wenn ich es im Geldbörsel habe. Und es ist dann einfach leichter, wenn man sich selbst einfach ausmacht, okay, einmal in der Woche hole ich mir was. Die Notschlafstelle unter der Kirche war früher ein riesiger Raum, in dem die Obdachlosen am Boden schlafen mussten. Das hat sich zum Glück durch den Zubau des Tageszentrums komplett verändert. So. Du wirst es nicht wiedererkennen? Ja, nein, es ist total verändert. Na, wie schaut das jetzt aus? Ganz anders natürlich. Ein bisschen anders. Ganz anders.
Keine Frage. Okay. Mhm. Das heißt, du kommst dann jetzt von da rein. Ja. Die Kollegen weisen dir dann ein Bett zu. Mhm. Ja? Das heißt, du kriegst dann einen blauen Überzug. Mhm. Wenn du einen Euro hast, dann kannst du den... Den bleibe ich schuldig bis zum nächsten Ersten. Ist kein Problem. Ja. Wichtig ist dann, den Überzug aufheben. Ja. Und du kannst dann auch eine Decke haben, gell? Decke, ja. Decken kannst du auch haben. Da vorne sind immer die Betreuer. Mhm. Und du kriegst immer Decke, den Überzug. Ja. Ja. Polster gibt's keinen. Polster gibt's leider keinen, aber du kannst einmal schauen, ob in der Kleiderkammer was ist. Ah, das hätte. Und du kannst dann da einen Spind nehmen. Und kannst dann Decke und Polster und das im Spind einspannen. Also es haben einige Polster oder so kleine Decken und das. Genau. Und du musst halt dann immer in der Früh alles abräumen. Und, ja. Und wir werden halt schauen, dass du immer Bett da unten kriegst, damit du nicht klettern musst. Na ja, erinnert mich sehr ans Bundesheer. Ja. Herr Hans verdiente in seiner besten Zeit als Bankangestellter mehr als 70.000 Euro pro Jahr. Jetzt lebt er von der Hand in den Mund. Wenn ich alles nachdenken würde, ja, was ich gemacht habe oder unterlassen habe zugleich, ja, müsste ich theoretisch verzweifeln, ja, an Selbstmord denken oder, was noch schlimmer wäre, in Selbstmitleid triefen, was manche machen. Ja. Aber das meiste im Leben ist gestaltbar. Ja. Und ich muss sagen, ich bin heute jedes seines Glückes Schmied, leider auch seines Unglückes. Ja? Und bei mir kann man sagen, das für mich, dass es Unglück ist. Aber übrigens einen bösen Spruch parat. Schauen Sie, jeder Mensch ist wertvoll und sei es nur als abschreckendes Beispiel. Das Leben auf der Straße macht krank. Ohne Job und ohne Wohnung gibt es oft auch keine Krankenversicherung. Beim Luisebus der Caritas bekommen Menschen kostenlos medizinische Betreuung. Der Bus ist an 5 Tagen die Woche unterwegs und fährt immer unterschiedliche Plätze in Wien an. Ärztin Dr. Monika Stark versieht hier seit über 10 Jahren ihren Dienst. Am Anfang waren sehr viele Asylwerber auch. Allerdings ist dann hat dann die Möglichkeit gegeben, irgendwann, dass die auch versichert werden, wenn der Asylantrag positiv war. Damit sind von denen viele weggefallen. Es sind jetzt in den letzten Jahren zunehmend aus Osteuropa Flüchtlinge gekommen, Kälteflüchtlinge, vor allem im Winter. 2011 sind über 200 Menschen in Ungarn erfroren, ja? Und das ist nicht weit weg, Ungarn. Und da kann man keinen einen Strick draus drehen, dass er dann zu uns kommt, ja? Nur weil er nicht erfrieren will, oder? Wir müssen halt schauen, es sind ja eh nicht so viel. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt 100.000 Leute hier operieren lassen auf österreichische Kosten von irgendwem, ja? Der Andrang beim Bus ist auch heute wieder enorm. Ja, super. Der Zilova hat er schon. Das ist super, hat er schon alles gemacht. Wieder Notaufnahme. Hat sie wieder einen epileptischen Anfall gehabt? Wieder? Epilepsie? Sie war am Dienstag am Nachmittag. Epileptikanfall, ja. Das ist halt echt ein Problem. Ja? Haben Sie keine antiepileptischen Medikamente mehr? Keine. Ach so. Also sind teilweise wirklich schwer kranke Menschen. Also es ist echt eine ganz spezielle Art von Medizin, weil das haben sie auch. Natürlich, wenn man auf der Straße lebt, die Straße macht einfach Krankheiten. Ja, na klar, wenn es jetzt im Winter 0 Grad hat und jemand hat nur sein dünnes Jackerl an, die sind alle verkühlt, aber das ist eigentlich nicht der Grund, warum sie kommen. Das ist auch oft ein erster Anknüpfungspunkt und dann misst man mal den Blutdruck und kommt drauf, dass der 220 Blutdruck hat und Diabetiker sind es ganz viele, Bluthochdruckpatienten, fast alle haben eine chronische Gastritis. Ja, aber das Problem ist, sie kriegen ja Anfall nicht wegen, weil die Dosierung nicht stimmt, sondern weil sie die nicht haben, die Tabletten. Ich glaube, wenn sie die wirklich nehmen, 3-mal am Tag, dann kommt eh kein Epi-Anfall. Okay. 3-mal am Tag eine Tablette. Okay. Sie verstehen das. Ich spreche Deutsch, sie spricht Slowakisch und wir verstehen uns. Ja, mein Problem ist, dass ich die Tage nicht mehr so. Aber ihr versteht es ja auch, oder? Das ist ja eh ganz eindeutig eigentlich. Viele Patienten, die Dr. Monika Stark hier betreut, begleitet die Ärztin schon über mehrere Jahre. Die meisten sind unterkühlt, haben Lungenprobleme oder offene Beine. Oft sind die Diagnosen aber noch schlimmer. Probleme, TPC,
DBC, ja, dann kommt er nicht in den Bus. Ganz kurz, das will echt grausam sein, aber mit drei Leuten im Bus oder ja, zu viert Moment, mit DBC. Ach so. Ja. Sie sind Dolmetscher, kommen Sie mal her. Er muss, Jänner, Februar, März, er muss jetzt Kontrolle machen, Lungenröntgen. Ich gebe ihm Medikamente für Husten, ja? Aber 29. April, 29. April soll er erst Kontrolle machen. Gut. Wenn jemand länger hustet als zwei, drei Wochen, dann schicken wir die alle wie eine Art Triagestelle sowieso nach Erdberg zu der DPC-Fürsorgestelle. Und die kriegen dann ein Röntgen. Die brauchen ja auch für die Schlafstellen das Röntgen, dass sie dort rein dürfen. Also das sind eh ganz gut eigentlich. Von daher, da gibt's gute Strukturen. Und ich weiß nicht, ich hätte auch gern gehabt, dass er mir einen Zettel, wahrscheinlich hat er das mal gehabt und hätte mir halt geholfen, wenn er einen Zettel mitgehabt hat. Aber ehrlich gesagt, sicherheitshalber, wenn mir einer schon entgegenwachelt, dass er DPC hat, dann muss ich ihn nicht im Bus reintun. Aber sonst kann eh jeder rein im Prinzip. Problem. Mit den Ohren hat er Ohren. Da muss ich reinschauen. Ich mag jetzt nur nicht, solange ich nicht weiß, was mit der DPC ist, mag ich ihn halt nicht im Bus. Ja, ich schau schnell ins Ohr rein. Problem. Ja. Großes Problem. Ja, ja. Großes Problem. Großes Problem. Ja, das stimmt wirklich. Ja, das stimmt. Große Problem. Naja, das ist so. In der Früh. Und Abend, ja, die Minaza und Sarah, eine, das ist, ich zeige Ihnen, wie das geht. Nein, das ist nicht Tablette, ich zeige ihm das. Das ist wie Dreh und Trink, ja? So, eine nehmen, dann hier umdrehen und dann ins Ohr eintropfen. Ganze Flasche, ganze Flasche. Einmal in der Früh, einmal am Abend. Das schreibt hin, so chronisch superative Otitis media. Alle sagen, sie sind die Beste. Nein, stimmt. Ich habe mitgehört jetzt. Also es ist wirklich so eine schöne Arbeit. Man kriegt so viel zurück. Abgesehen davon, dass ich mindestens drei Heiratsanträge kriege jeden Vormittag. Ist einfach, die sind so dankbar und so machen auch die Dinge, wie man es ihnen mitgibt und freuen sich, wenn man kommt. Ja, also das ist ja nicht so, dass ich hier Strafzettel austeile und mich jeder anschnotzt. Ja, das ist ja wirklich ein Traumjob in Wahrheit, ja, weil man einfach so viel zurückkriegt. Im vergangenen Jahr geriet eine Gruppe von Obdachlosen im Wiener Stadtpark in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Zelte wurden von der Polizei geräumt, weil sich Anrainer beschwert hatten. Ein paar Menschen sind im Park geblieben. Doch jetzt droht erneut eine Räumung durch die Polizei. Roman, ein Tscheche, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist einer der Sprecher der Gruppe. Keine Ahnung, ich habe gehört, es waren Beschwerden von Nachbarn, Häusern oder was weiß ich, dass hier schmutzig wäre oder Dreck gelassen ist. Und jetzt mal dreimal die Polizei hier, jetzt die letzten paar Tage, und sagten, ja, es soll halt geräumt werden. Und heute ist der letzte Tag, wo man noch hier bleiben kann. Oder das soll geräumt werden, in dem Sinn. Roman schläft mittlerweile nachts in einer Notschlafstelle. Zuvor lebte er aber zwei Jahre lang hier, mitten im Stadtpark. Ich habe hier gewohnt. Hier war mein Zelt und hier vom Kollegen mit einer Frau im Rollstuhl. Also praktisch zwei Zelte waren hier, so kleinere. Wenn es kalt ist, ist es das Schlimmste. So im Sommer ist okay. Aber so, wenn es mal regnet, ist die Feuchtigkeit, man merkt es richtig. Auch im Zelt oder mit Schlafsack, man muss mal rausgehen in der Nacht. Auf die Toilette oder irgend sowas. Das ist schon hart. Ja, Polyester, ja, Decken, Schlafsäcke und ja, keine Ahnung, ja, Taschen, Klamotten, Isomatten oder was weiß ich. Das heißt, ihr wart hier zu acht? Sieben, acht Leute, ja. Wie ist denn so der Tag? Wie kann man sich das vorstellen? Wissen Sie, wie der Tagesablauf so ist in der Obdachlosen. Ja, man sitzt nochmal hier und ja, die Leute erkennen einen. Oder mit der Zeit lernt man Leute oder Nachbarschaft kennen. Die haben uns Kaffee in der Früh gebracht, Frühstück gebracht, sogar Geld, man hat ab und zu mal Geld gebracht.
Und ansonsten, ja, was macht man als Obdachloser? Man sitzt hier rum, viel getrunken wird, das ist ganz klar. Ja, und ansonsten ist es, wenn man trinkt, dann am Ende irgendwann hat man den Hals voll und ja, man kommt zu nichts. Der Tag, der geht so, der vergeht so schnell. Unglaublich, aber ist so. Romans erster Schlafplatz im Stadtpark war nahe am Kanal. Der Tscheche studierte in Deutschland Chemie, kam dann auf die schiefe Bahn, stellte selbst Drogen her und verkaufte sie. Er wurde erwischt und war eine Zeit lang im Gefängnis. Ja, ich kam von Spanien her. Das war mein letzter Aufenthaltsort. Dort habe ich gearbeitet ganz normal und auch eine Wohnung gehabt. Aber durch die Wirtschaftskrise, ich habe als Autolackierer dort, das ist mein Beruf, praktisch mein erlernter Beruf. Und durch die Wirtschaftskrise, ich habe im Monat 800 Euro verdient. Das war mal zu wenig. Ich habe eine Wohnung gehabt, die hat 400 Euro schon gekostet. Und das war mal zu viel. Aber ich hatte ein Aufenthaltsverbot in Deutschland noch. Und dann kam ich erst hierher. Hab halt Halli-Dalli mit meinem Geld rumgeschmissen und Hotel bezahlen müssen jeden Tag, 55 Euro Hotel. Ja, und irgendwann ist das Geld ausgegangen, da wollte ich meine Eltern gar nicht so irgendwie auch in dem Sinn nicht nerven wegen Geld. Ich sagte halt meiner Mutter, ich arbeite und alles gut, Mama und dies noch. Und dann bin ich halt hier durch die Leute irgendwie, ich habe sie so kennengelernt auf der Straße und am Ende haben wir hier zusammen gelebt. Als Roman in Wien ankam und ihm das Geld für eine billige Unterkunft ausging, schlief er hier am Westbahnhof. Dann habe ich so ein Gebüsch gehabt oder es war zugewachsen. Schlafsack genommen, den habe ich auch. Ich weiß gar nicht, ob mir die Leute es gegeben haben. Ich weiß nicht mehr. Ja, und auf jeden Fall habe ich Schlafsack genommen, immer hingelegt. War ja warm ziemlich. Das war zugewachsen, nur kein Sträucher, nicht. Und zwischen zwei Straßenbahnen. Ich wusste, wann früh ist, weil die Straßenbahn fahren. Aufgestanden, zusammengepackt, versteckt meine Sachen. Ja, und hat rumgelaufen. Mir haben sie den Koffer dann gestohlen. Und irgendwann stehst du ohne Klamotten da. Die zwei Jahre im Stadtpark haben bei dem Mann längst ihre Spuren hinterlassen. Reinster Horror. Ja, man gewöhnt sich irgendwie an alles dann. Vielleicht auch durch Alkohol ist da alles irgendwie egal. Aber man gewöhnt sich schnell dran. So im Sommer war es ganz okay, aber wenn es dann kälter wird, dann ja, ist es irgendwann mal. Da willst du aus dem Schlafsack gar nicht raus, wenn es kalt ist. Oder wenn es auf die Toilette muss, drückst du so lange die weg, bis du wirklich nicht mehr kannst. Und dann musst du halt aufstehen. In der Gruft macht sich Sozialarbeiterin Susanne Peter zusammen mit ihrem Kollegen auf den Weg in die Arbeit. Die Streetworkerin der Caritas fährt jede Nacht mit dem Kältebus die halbe Stadt ab und kümmert sich um obdachlose Menschen. Ihr erster Weg führt sie auf die Donauinsel. Also es gibt viele, die es nicht gleich schaffen, in Notquartiere zu gehen. Die haben oft sehr viel erlebt, sind sehr misstrauisch und ziehen es daher vor, auf der Straße zu bleiben. Also ich mache den Job jetzt seit 28 Jahren und habe noch keinen kennengelernt, der wirklich freiwillig auf der Straße ist. Viele sind seit Jahren, Jahrzehnten auf der Straße und haben Angst, einfach wieder zu wohnen, haben Angst, Verantwortung zu übernehmen, sind es einfach nicht mehr gewohnt. Und da braucht es oft viel Zeit, bis sie diese Angebote wieder annehmen können. Die Streetworker haben einen Anruf am Kältetelefon bekommen. Ein Spaziergänger hat gemeldet, dass unter einer Brücke auf der Donauinsel wohl Menschen nächtigen. Ja, wir haben die notwendigsten Dinge mit, die man so für den Winter auch braucht, von unseren winterfesten Schlafsäcke, die minus 24 Grad aushalten. Das ist ganz wichtig, weil wenn wirklich Klienten nicht mitfahren wollen, können wir uns sicher sein, wenn sie den Schlafsack annehmen, dass sie die Nacht überleben können. Dann haben wir Decken mit Unterlagsmatten, Winterschuhe,
Wir haben einen Erste-Hilfe-Rucksack mit. Das heißt, hin und wieder machen wir auch irgendwelche Verbandswechsel. Und wir können die Klienten mitnehmen, entweder in ein Notquartier oder in die Gruft zum Duschen umziehen, je nachdem, was einfach notwendig ist. Susanne Peter hofft, dass sie die Obdachlosen heute auch antreffen wird. Hallo? Hallo? Du müsstest später herkommen. Zwei Leute, oder? Ja. Das war ja damals unser Verdacht, dass zwei da wohnen. Sie haben nur eine Unterlagsmatte. Soll ich schon eine holen gehen? Holst du? Ja. Das heißt Isomatte brauchst du, ne? Genau. Okay. Das sind, also ich glaube, dass wir eine... Da ist keine Isomatte. Passt. Ich geh geschwind. Eine Lampe habe ich ja. Susanne Peter entdeckt noch etwas. Einer der Schlafsäcke wurde wohl von Passanten mutwillig zerstört. Das ist eindeutig aufgeschnitten. Und damit sind die minus 24 Grad natürlich nicht mehr gegeben. Ne? Und jetzt wird's doch, also es ist zwar schon wärmer, aber es geht doch auf 0 Grad und minus Grad noch runter. Und wenn man denkt, dass die Donau, das heißt das Wasser macht es ja auch noch kälter. Das heißt, es wird schon sehr kalt in der Nacht noch. Da. So, okay. Tun wir den dazu. Und wir werden jetzt sicher in den nächsten Tagen wieder herschauen, dass wir die Leute einfach antreffen können. Und gleich bei ATV die Reportage. Herr Sepp wohnt am Bahnhof Kizé. Der Warteraum wurde abgesperrt. Jetzt muss der Obdachlose permanent draußen in der Kälte schlafen. Eine kleine Kerze oder ein kleiner Glasbehälter, Kerze hineinstellen und man kann sich die Hände wärmen. Der Bahnhof von Kizé ist seit fast einem Jahr die Bleibe von Herrn Sepp. Anfangs waren seine Habseligkeiten noch überschaubar. Mittlerweile nimmt sein Hausrat fast den gesamten Bahnsteig ein. Naja, ich war einmal oder bin es noch, ich weiß nicht, verheiratet mit Kindern und eines Tages praktisch ist die Beziehung zu Ende gegangen. Und dann bin ich nur mehr mit dem Zug gefahren. Herr Sepp verlor die Wohnung, ist dann planlos mit dem Zug herumgefahren und landete irgendwann am Bahnhof von Kizé. Ja, von einem Tag auf den nächsten ausgestiegen. Und für gewisse Dinge überhaupt kein Interesse mehr gezeigt. Tag ein, Tag aus sitzt Herr Sepp am Bahnsteig. Manchmal hilft er Fahrgästen beim Ticketautomaten. Den Fahrplan kennt er in- und auswendig. Die nächsten drei Züge. Wohin? Nach Wien? Jetzt um 18.36 Uhr. Der alte Vordienstleiter, der was jetzt da übergibt, an den jetzigen, der was gekommen ist, fährt mit diesem nach Hause nach Wien. Gut, und der nächste Zug kommt dann um 18.53 Uhr von Wien. Der 55-Jährige spaltet die Gemeinde von Kizé. Die einen bringen ihm Tee und Essen, die anderen regen sich über die Verschmutzung am Bahnsteig auf. Die Unordnung, schaut euch da außen an, über dem Klo, sitzt. Stellt mich hin, der gehört weg, gehört ein Heim, das wäre alles. Ja, sie haben gedacht, alle praktisch, zumindest in den ersten Tagen, wo es Minustemperaturen hat, praktisch wird er freiwillig gehen und nicht mehr hier sein am Bahnhof Kizé. Und da haben sie hier viele getäuscht. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Ja, sieht schrecklich aus. Ja. Das gefällt dir noch nicht so, oder? Nein. Ich meine, wenn er obdachlos ist,
Das ist eine Sache, aber dass es dann so schrecklich ausschaut, ist eine andere. Ich fahre fast jeden Tag hier vorbei mit dem Fahrrad und mit dem Hund. Und am Anfang war es ein ganz kleiner Haufen, dann wird es immer mehr. Und der wohnt, glaube ich, schon seit einem Jahr. Und mein Mann hat zu mir gesagt, nö, der fährt immer weg. Der wartet nur am Zug. Aber irgendwann wird es richtig hier dreckig. Und dann haben wir gedacht, das kann nicht sein. Ich habe nichts gegen jemanden, der hier ist. Aber stellen Sie vor, es macht eine Leere und an jedem Bahnhof in Österreich wohnt ein Obdachloser. Mit dem Dreck, ja. Man könnte eine richtige Reklame dafür machen. Ja, warum ziehen Sie dann nicht nach Barndorf? Ja, ziehen Sie nach Barndorf? Das würden Sie diktieren. Und das kann nicht sein. Nein, wissen, ich will nur nicht, dass dieser Dreck am Bahnhof steht. Ja, Sie können hier sitzen, wie viel Sie wollen. Aber der Dreck, das ist was schrecklich, oder? Ja. Also, es ist unhygienisch, finde ich auch. Und dann frage ich mich, wo der Herr auf die Toilette geht und wer duscht sich und wo wäscht sich, ich weiß es nicht. Ja, diesbezüglich also zu dieser Frau, die was nur am Bahnhofsgelände spazieren geht, noch dazu mit einem Hund ohne Maulkorb, sag ich, soll ich am besten gar nicht ihren Mund aufmachen. Schauen, weitergehen. Egal, wo man herkommt, es gibt hygienische Vorschriften und so ein Dreck gehört einfach nicht. Unsere Bürgermeisterin kommt auch noch. Ja, grüß Gott, Frau Bürgermeister. Gehört einfach nicht auf den Bahnhof, das ist alles. Grüß Gott, Frau Doktor. Ich hätte gerne eine Lösung. Ich hätte gerne eine Lösung, dass der Bahnhof da sauber ist. Das haben wir eh schon geredet. Und wird jetzt irgendeine werden wir schon finden, ja. Hoffe ich. Und wenn nicht, stört mir da ein Zelt auf der slowakischen Seite. Mich selber stört das, ja. Ich finde, ein Bahnsteig, der so ausschaut und wenn man da so reinkommt und aussteigen will, sei es jetzt als Tourist, sei es jetzt als jemand, der beruflich die Bahn nützt, finde ich, ist es wirklich kein schöner Anblick. Aber es gibt natürlich auch Leute, denen tut der Herr Fischer leid und die versorgen ihn mit Essen und Trinken und was auch immer. Ja. Wie gesagt, wir versuchen, das da wegzubekommen. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Wie wird sich weisen? Streetworkerin Susanne Peter und ihr Kollege fahren mit ihrem Kältebus nachts durch Wien, um Obdachlosen zu helfen. Sie besorgen den Menschen einen Platz in einer Notschlafstelle oder versorgen sie mit Decken und Schlafsäcken. Eine Zigarette? Hallo, Susi. Danke, ja. Hallo. Hallo. Wo schlaft ihr mit den Hunden? Ja. Wo schlafen? Ja, da Alex. Schlafen wir am Park. Wo? Park, Toilette, mal. Anter Duna. Anter Duna. Ja, Madame, nicht gut, ich mach. Schlafen am Toilette. Ich mach Polizei, die kommen. Mach Polizei, die weg. Mhm. Ja. Sie dürften in einem Park in der Nähe der Donau schlafen und da dürfte es irgendwo ein WC geben. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die Polizei sie einmal vertrieben hat in der Nacht und dürfte halt schlechtes Wetter auch gewesen sein und sie haben nur einen ganz schlechten Schlafsack gehabt. Darum haben wir ihnen jetzt den winterfesten Schlafsack von uns gegeben. Einen zweiten. Danke. Ja? Gut aufpassen drauf. Gut? Danke. Alles Gute. Alles Ciao. Danke. Alles Gute. Ja? Wir haben einen Klienten jahrelang auf der Straße betreut, der psychisch sehr schwer krank war und wir dann für ihn doch eine Wohnmöglichkeit organisieren konnten. Und er hat es, glaube ich, genau 3 Monate in der Wohnung noch geschafft zu leben und ist dann jetzt in der Wohnung verstorben. Das heißt, einerseits schön als auch traurig, dass er einfach gestorben ist, aber ich denke mal, wenigstens menschenwürdig in seinem Bett, in seiner Wohnung und nicht irgendwo auf der Straße. In Wien kümmert sich Dr. Monika Stark um die medizinische Versorgung obdachloser Menschen. Die Ärztin hat Herrn Secki aus Ungarn einen kostenlosen OP-Termin in einem Krankenhaus besorgt. Doch irgendetwas ist schiefgelaufen. Er braucht eine Operation, ganz dringend. 10.000 Euro? Nein, ja. Na, ich sag dir was, Will, ich hab den schon geschickt auf die Dermatologie und sie haben gesagt, sie machen's. Ja? Und dann ist er hingegangen ohne Dolmetscher und es hat ihn keiner verstanden und sie haben ihn wieder weggeschickt. Ich hab das schon alles organisiert gehabt, genau für ihn.
Naja, der hat einfach seit 3 Jahren offene Füße, die sind tun ihm weh, die sind ungefähr so dick, doppelt so dick wie mein Stiefel. Ja? Die sind so dick und blau und offen und rot und entzündet und das tut ihm einfach weh, die ganze Zeit mehr oder weniger. Und wir können ihm fatschen, wir können ihm, zwar mit Medikamenten, aber es ist ja eigentlich nur ein Benzin nachgießen in einen luckerten Tank. Es ist zum Glück nicht bei allen so, aber bei dem definitiv, weil der braucht eine Operation. Und das ist, der ist aber genauso obdachlos in Ungarn. Wer spricht Ungarisch und Deutsch? Ungarisch und Deutsch? Super! Applaus, danke. Was soll ich denn sagen? Das ist lieb. Also, er soll nächsten Donnerstag wiederkommen, weil ich jetzt wegen der Operation nochmal mich erkundigen werde. Wir brauchen in letzter Zeit sehr viel Dolmetscher. Rumänisch, Bulgarisch, Ungarisch, in die Slowakisch. Also das sind so die Sprachen, wo es oft wirklich schwer ist und auch Leute, die bereit wären, irgendwo mitzugehen und einen Patienten wohin zu begleiten. Das wäre wirklich wichtig. Darf ich kurz schauen? Nur ganz kurz. Ich mag nur kurz schauen. Aha, ist zu. Ich gebe ihm sich jetzt halber was mit. Ja, okay. Nein, wir lassen es zu. Komm, klar. Das ärgert mich natürlich, weil man irrsinnig viel reinsteckt und E-Mails schreibt und telefoniert. Und dann kommt er dahin, spricht kein Wort. Man kann es auch dem Krankenhaus nicht übel nehmen, weil der hat nur einen Zettel von uns und haltet den hin und dort in Ambulanz, ich weiß ja auch, wie es in den Spitalsambulanzen zugeht, die haben ja auch genug zu tun dort. Ja, ja, es hat mich geärgert, aber es ist einfach blöd gelaufen. Mein Gott, das werden wir wieder probieren. Ja, also, er wird nicht aufgeben und wir auch nicht. Die Patienten, die zum Luise-Bus der Caritas kommen, haben oft auch psychische Erkrankungen. Was ist das Problem? Ja, ich habe ihn unter der schwarzen Magie. Was? Ich bin unter der schwarzen Magie. Schwarze Magie. Aha, gut. Welche Medikamente nehmen Sie denn? Haben Sie noch Medikamente für dieses schwarze Magie-Problem? Darf ich mal schauen? Schau mal. Was hat er denn da? Risperidon, genau. Haben Sie das heute schon genommen? Nicht. Heute nicht erst genommen. Die hilft mir nicht. Hilft's nicht? Aber da haben wir oft viel im Schwarzmagie drinnen. Vargas. Herr Vargas, nehmen Sie einmal jetzt diese. Ich spüre nicht diese an. Ja, dann nehmen Sie es mit dem an. Diese haben keine Schwarzmagie. Ja, gut. Aber ein bisschen ist auch drinnen, aber da ist. Mehr. Okay, nehmen Sie jetzt mal die 2 Tabletten, okay? Sehr gut, prima, gut gemacht. Gut gemacht. Austrinken, gut. Wir müssen die Medikamente ja auch zukaufen. Wir haben ein gewisses Kontingent, aber im Grunde kommen wir mit dem nicht aus. Und wir haben aber viele, viele Ärztemuster und es scheitert nur dran, dass es Leute gibt, die sich in die Lagnergasse stellen oder auch im Bus helfen zu sortieren. Also es würde Bandagisten, die sagen, wir stellen irgendein Bandagistenmaterial zur Verfügung. Es würde ganz viel, glaube ich, geben und Leute, die aber nicht halt wissen, dass es uns gibt. Und wenn da jeder nur ein bisschen mithilft, dann hätten wir wahrscheinlich einen großen Schritt, eine große Erleichterung. Ja. Seit 8 Jahren, ich bin unter der Schwarzmagie. Ja. Seit 8 Jahren. Ja, das geht, dieser Arschloch will nicht von mir weggehen. Ja. Was will er von mir? Will lass mich nicht in Ruhe. Das dann mich los, geh meine Kopf, ja. Lösen, ist mir wurscht, aber lass mich mit meinem Herz und meinem Körper und andere, die. Er nimmt meine Sperma raus von meinen Eiern. Das braucht er für die Schmerzen. Das braucht er für seine schwarze Magie-Problem. Gegen Angst und schwarze Magie. Wenn das einer liest und findet, der glaubt, ich bin ein bisschen blöd. Aber das ist Hauptsache sicher. 2 Jahre lang lebte Roman im Stadtpark von Wien. Mittlerweile kann er die Nächte in einer Notschlafstelle verbringen. Tagsüber ist er aber oft im Park. Die Menschen hier kennen ihn gut. Hallo. Alles gut? Na, wie geht's? Servus. Gut. Können Sie wechseln? Was? Können Sie wechseln? Nein, ich kann nicht wechseln. Dann komme ich gleich wieder. Ja, ich schon. Na. Tschüss. Tschüss, der war, gell? Der kommt öfter zu mir, ja. Er begrüßt mich täglich, fragt mich, ob ich einen Kaffee will, wenn ich Frühdienst habe. Bringt mir irgendwelche Süßigkeiten. Ja, also, aber ich nehme natürlich nicht gern was an, weil was soll ich von einem Obdachlosen nehmen? Ja, aber wir haben eine nette Beziehung, ja. Er organisiert für die anderen dort irgendeine Leute geheiratet, ja. Den hat er am Brautstrauß organisiert. Er ist der große Macher da. Echt? Ja, weil er auch Deutsch kann, ja. Weil die anderen können ja eigentlich alle nicht Deutsch, ja.
Also ich kann mit den anderen außer Hallo oder das mich grüßen oder Madame. Ich meine, mich kennen ja alle, ja. Die kennen mich zum Beispiel, wenn ich mal zum Beispiel hier wirklich Hunger gehabt habe oder die haben zu mir gesagt, kannst du mir helfen oder irgendwas. Oder kann ich dir helfen? Zum Beispiel, weil ich habe Geburtstag gehabt und die wissen, wann ich Geburtstag habe. Das am genauen Valentinstag. Und ich sitze dort mit Kollegen und alles, bringst meinen ganzen Blumenstrauß, Zigaretten, Wodka, Bier. Haben so ein ganzes Paket gemacht und das ist halt rundherum die Läden halt. Ja, aber schön. Roman schläft nachts jetzt in einer Notschlafstelle mit 5 anderen im Zimmer, kann dort duschen und Wäsche waschen. Hygiene war ihm immer wichtig, auch als er noch im Freien schlief. Es gibt ja Leute auf der Straße, die sind wirklich richtig dreckig. Und sowas würde mich stören, zum Beispiel. Ich kann nicht in die U-Bahn einsteigen. Und ich merke das, ich sehe es an den Leuten schon, dass sie obdachlos am Ende sind. Oder ich sehe es. Aber ich tue mich schon rasieren, pflegen. Und das hatte ich auch hier gemacht. Ich bin immer duschen gegangen an der U-Bahn-Station, speziell auch. Und da zahlt man 2,40 Euro und kann eine Stunde duschen. Und also alles kannst du dann machen. So, Friseur kannst du auch gehen, in die Gruft zum Beispiel. Aber man muss halt schon schauen, auch auf Hygiene. Das Zeltlager, das er mit Kollegen im Stadtpark noch kürzlich bewohnte, wird jetzt definitiv geräumt. Nach langem Hin und Her konnte die Caritas für alle Obdachlosen doch noch ein Notquartier auftreiben. Morgen ist Räumung, also total. Heute über Polizei hier. Morgen ist Räumung dann. Jeder hat eine Unterkunft. Das ist schon mal ganz gut. Nicht selten sind Tiere die einzigen treuen Begleiter obdachloser Menschen. Sie sind Ersatz für Familie, geben Geborgenheit und Halt. Der Verein Tierfreunde hilft obdachlosen Hundehaltern, über die Runden zu kommen. Die Vereinsmitglieder verteilen einmal im Monat kostenloses Futter und Zubehör. Ja, das sind Spenden von Privatpersonen, aber auch von Firmen. Zum Beispiel hier haben wir jetzt Entwurmungsmittel für Hunde, damit wir eben Hunde entwurmen können, unsere Tierärztin. Und die haben wir von einer Tierärztin gesponsert bekommen im Wert von 1.500 Euro. Und so können wir das ganze Jahr über auch präventiv handeln und die Hunde entwurmen. Ja. Vollgepackt mit Sachspenden geht es Richtung Wiener Praterstern. Das kostenlose Futter wird nicht nur von Obdachlosen, sondern auch von sozial schwachen Personen in Anspruch genommen. Ja, also das Futter geben wir immer, das macht der Christian, das Futter gibt er eben von hier aus. Also die Heike macht die Anmeldung, da melden sich die Klienten halt an. Wenn neue Meldungen sind, werden die Hunde fotografiert zuerst und die Daten des Halters aufgenommen und auch ein Impfpass verlangt. Die Hundehalter selbst bekommen immer eine warme Mahlzeit. Auch eine Tierärztin ist hier vor Ort und verarztet die Hunde. Der Andrang beim Bus ist dementsprechend groß. Ja, ich finde das voll super. Also ich bin eigentlich jedes Mal da seit einem Jahr schon. Ja, das Beste. Da fällt sie nicht drüber. Ich glaube, ich bin auf der Straße, aber es hat ihn. Das ist extrem cool, was die Menschen entlastet. Ja? Es nimmt ur viel Druck von den Leuten. Ja? Wer muss jetzt, ihr müsst alle zum Tierarzt, gell? Passt. Grüße. Das ist die Eva, die es noch nicht kennen. Und dann komme ich da so zu dir. Komm zu meinem ersten Hund. So, wen haben wir denn da? Grüße. Die Hunde werden von der Tierärztin gleich vor Ort, mitten am Gehsteig, untersucht. Wurmen und Parasiten, also Flohbefall, das ist eigentlich das, was wir am häufigsten haben. Was wir sehr häufiger haben, sind Gelenksprobleme, Bandscheibenprobleme, weil die natürlich draußen schlafen und im Kalten schlafen und am Asphalt schlafen. So, wen haben wir denn da? Was ist denn da los? Nero, servus, Schatzi. Die Pfoten aufgeschert. Ja. Komplett alle, also zwei die hinteren Ballen. Meine Güte, solange das nicht irgendwie overhängt, der Haxen, Polbo gerissen, gäh, das sind Peanuts. Also das sind die Kleinigkeiten des Lebens. Oh, feiner Nervo. Ja, das brennt ein bisschen. Nachher kriegst du Leckerlis, Schatzi. Ja, wir müssen dir jetzt schnell helfen, Mausi. Ja. Ich weiß, du kriegst gleich ein Schmerzmittel, Schatz. An sich ist eine Ballenverletzung nichts Tragisches, das heilt irrsinnig schnell, ist aber nur ein Schmerz, also ist einfach eine sehr schmerzhafte Verletzung. Und durch das, dass es auf alle 4 Stellen hat und das auch irrsinnig blutet, müssen wir natürlich die Blutung schnell stillen. Ja? Wir helfen jetzt, der Fokus ist bei uns halt, der liegt bei den Hunden.
Wir wollen halt, dass die Hunde adäquat ernährt werden und dass es denen gut geht, aber auch die Mensch-Tier-Beziehung, dass die passt. Und habe mich gefreut, dass wir da helfen können. Dankeschön. Mit deinem Balu. Ich mich auch. Ja, cool. Bis zum nächsten Mal. Gell? Kannst du eh wieder jederzeit kommen, super, jeden ersten Samstag im Monat. Super, ja. Und die kannst du auch haben noch. Super, danke. Tschüss, Baba. So. So, der Nächste. Seit 1988 gibt es das Haus Miriam der Caritas. Das Haus bietet Frauen, die wohnungslos sind und sich in einer akuten Notlage befinden, eine Wohnmöglichkeit für maximal 2 Jahre. Auch Heidi hat hier ihr neues Zuhause gefunden. Also ich bin im Oktober, habe ich Teleschüren gehabt. Dann bin ich ins SMZ Ost gekommen und ja, da war ich einen Monat. Und im November bin ich hier eingezogen. Ja. Ich habe schon also länger Depressionen immer wieder gehabt. Ne? Also wie das Ganze jetzt passiert ist, da ist auch der Gerichtsvollzieher gekommen, alles. Ja. Und da habe ich dann eigentlich fast gar nichts mehr einräumen können. Also ich bin ganz neben mir gestanden. Ja. Der Weg nach unten ging bei Heidi schleichend. Zuerst war der Job weg, dann ging die Partnerschaft in die Brüche. Die Schulden wurden immer größer. Vorher war ich Hausbesorgerin, 17 Jahre. Und dann haben sie aber eine Reinigungsfirma genommen. Dann bin ich ein Jahr in einer kleinen Wohnung gewesen. Da habe ich mich aber gar nicht mehr wohl gefühlt. Hab keine Arbeit gehabt und gar nichts. Ne? Und dann ist immer bergab gegangen. Also mit den Pulver, die haben auch nichts mehr gewirkt und so. Die Bewohnerinnen werden von Sozialarbeiterinnen betreut und kommen hier endlich wieder zur Ruhe. Sie lernen durch tägliche Arbeiten, wie etwa den Quartiersdienst, wieder Verantwortung zu tragen und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist schon lange her, wo man sie richtig also, so herzlich lachen kann. Das fehlt mir, also das habe ich schon lange nicht gehabt und das ist da sehr... Das ist so erfrischend und ja, das ist sehr angenehm. Mhm. Gell, Heidi? Ich brauche das auch. Das gibt gar keinen Tag, wo wir nicht lachen. Das ist immer, da mal Bauchweh schon, legen wir uns ins Bett und wechseln. Ich war eher, wie sagt man, so unsicher, ängstlich. Ja, oder ich glaube, ich bin nichts wert oder so. Aber das ist da ganz anders. Also ich hab gern viele Leute um mich. Ja, und dass er da gerade ist. Aus Miriam der Caritas, guten Tag. Hallo Felix. Ja, einen Moment bitte, verbinde. Ja, Männer dürfen im Prinzip schon kommen, nur die nicht. Es gibt eine Liste, wo draufsteht, wenn jemand Hausverbot hat. Die dürfen dann nicht herein, beziehungsweise wenn sie reinkommen, muss man sofort das Büro verständigen. Heidi hat heute ein Gespräch mit der Leiterin des Hauses. Das Ziel ist es, dass die Frauen im Haus lernen, wieder selbstständig zu leben. Und dass sie physisch wie psychisch stabil werden. Was hilft Ihnen am meisten? Der Zusammenhalt. Von untereinander. Von den Frauen jetzt. Und alles. Ich freue mich überhaupt über alles. Ja. Über jede Kleinigkeit. Ja. Und was hilft Ihnen noch? Das Lachen, also wenn wir so gerade haben oder so zusammensitzen, spielen. Mhm. Ich denke auch der Portiersdienst, oder? Mhm, ja, das kommt. Also, dass sie da erleben, dass sie was können, dass sie anerkannt sind, ja. dass sie was leisten, dass die anderen zufrieden sind. Also, das gibt's immer wieder, dass Frauen einziehen, die auf der Straße gelebt haben. Man sieht es ihnen nicht einmal an. Also das haben sie so organisiert. Das sind die Frauen, die sich dann halt oft schämen, dass sie in dieser Situation sind. Auch schämen, sich Hilfe zu holen und auch in Anspruch zu nehmen. Gleich bei ATV die Reportage. Bekommt Herr Sepp nach fast einem Jahr Obdachlosigkeit endlich eine neue Bleibe? Man kann sagen, Luxuswohnung. Das Haus Miriam der Caritas bietet obdachlosen Frauen eine übergangsmäßige Wohnmöglichkeit. Ziel ist es, dass sich die Frauen hier stabilisieren können und neuen Mut fassen. Viele der Bewohnerinnen haben Gewalt in der Familie erfahren. Mein Vater, der war Alkoholiker, hat meine Mutter geschlagen, meine Schwester, mich. Ich weiß nicht, das war nur Angst und Panik.
Meine Mutter, die ist mit uns dann geflüchtet oft. Nach, ja. Und er glaubt, er kann heute auch noch, also er geniert sich, dass ich da bin, Versager und so. Also er glaubt, er kann das noch immer mit mir machen. Ne? Die Frauen werden beim Wiedereinstieg in den Job von den Betreuern unterstützt. Im geschützten Umfeld haben die Bewohnerinnen auch Zeit, sich in aller Ruhe eine neue Wohnmöglichkeit zu suchen. Ihr wart ja zu Weihnachten da, oder? Ja. Und wie war das für euch? War schön, oder? Ja, sehr schön. Ja. Sehr schön. Aber ein bisschen habe ich auch Sehnsucht gehabt nach einer eigenen Wohnung. Mhm. Ja, und ein bisschen alleine sein. Schon immer auch ein bisschen eine Traurigkeit. Genau, da, gell? Ja. Also schön ist es immer, wenn eine Frau auszieht, also wenn es dann so weit ist und sie zieht aus und es ist ein guter und positiver Abschied. Im Sinn von, es ist auch traurig, ja, weil sie war gerne hier, ist viel passiert. Und es ist aber ein Abschied so in ihre Eigenständigkeit. Ja, und das ist Freude und Trauer. Was sind so Träume oder Ziele? Ja, dass ich Arbeit habe. Ja, eine Wohnung. Ja, und dass mir gut geht. Also, jetzt geht es mir schon sehr gut. Weiß ich nicht. Also, ich war wirklich froh und bin froh, dass ich hier bin. Ich weiß nicht, was sonst passiert war. Es ist mir wirklich schlecht gegangen. Herr Sepp lebt seit fast einem Jahr am Bahnhof von Kitzee. Das gefällt nicht jedem. Es gab massive Beschwerden beim Gemeindeamt. Deshalb versucht die Bürgermeisterin jetzt, dem 55-Jährigen eine neue Bleibe zu suchen. Die ÖBB würde am Gelände einen Raum zur Verfügung stellen. Das ist der Mannschaftsraum der ÖBB, des Bahnhofs, der bis jetzt als Lager genutzt wurde, also eigentlich nicht wirklich gebraucht worden ist. Und die ÖBB wäre bereit, das als Unterkunft zu vermieten. Für 100 Euro im Monat. Und wie geht das? Ja, sehr akzeptabel. Ist eine annehmbare Lösung. Das ist auch ein Raum hier. Genau. Und da ist noch eine Toilette. Toilette und ein Waschbecken. Man kann sagen, eine Luxuswohnung. Wird Herr Sepp endlich wieder ein Dach über dem Kopf bekommen? Er selbst ist noch skeptisch. Bei mir kommt immer erst dann Freude auf, wenn etwas definitiv ist, nicht vorher. Ja, die Gemeinderatssitzung ist am 22. und da wird sich's entscheiden. Gut. Wiederschauen. Wiedersehen, Frau Doktor. Alles Gute, gell? Ich trage den Schlüssel zurück. Gut. Da der Warteraum versperrt ist, muss Herr Sepp jede Nacht im Freien verbringen. Er schläft nicht im Schlafsack, sondern auf einem Sessel. Und so war ich den ganzen Winter heraus. Bis zu die minus 15. Drei Schichten, also Unterkörper, Oberkörper praktisch. Also 7 T-Shirts habe ich an. 2 Sweater. Diese dünne Jacke. Und jetzt diese Winterjacke. Und sonst habe ich nur praktisch eine andere Jacke auch dazwischen anzogen. Kälte spüren. Ja, du spürst das schon in den Füßen. Und dann später habe ich hier den Koffer, oder? Und den habe ich dann praktisch als Isolationsunterlage genommen. Und eine kleine Kerze oder ein kleiner Glasbehälter, Kerze hineinstellen, anzünden und man kann sich die Hände wärmen. Bei der letzten Gemeinderatssitzung gab es noch keine Einigung darüber, ob Herr Sepp jetzt die Wohnung beziehen darf oder nicht. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als bis zu einer Entscheidung weiter der Kälte am Bahnhof zu trotzen. Glaube ich, geben und Leute, die aber nicht halt wissen, dass es uns gibt. Und wenn da jeder nur ein bisschen mithilft, dann hätten wir wahrscheinlich einen großen Schritt, eine große Erleichterung. Ja. Seit 8 Jahren, ich bin unter der Schwarzmagie. Ja. Seit 8 Jahren. Ja, das geht, dieser Arschloch will nicht von mir weggehen. Ja. Was will er von mir? Will lass mich nicht in Ruhe. Das dann mich los, geh meine Kopf lösen, ist mir wurscht, aber lass mich mit meine Herz und meine Körper und andere, die. Er nimmt meine Sperma raus von meinen Eiern. Das weißt du, braucht er für die Schmerzen. Mit das braucht er für seine Schwarzmagie-Problem. Gegen
Angst und schwarze Magie. Wenn das einer liest und findet, der glaubt, ich bin ein bisschen blöd. Aber das ist Hauptsache es hilft. 2 Jahre lang lebte Roman im Stadtpark von Wien. Mittlerweile kann er die Nächte in einer Notschlafstelle verbringen. Tagsüber ist er aber oft im Park. Die Menschen hier kennen ihn gut. Hallo. Hallo, alles gut? Wie geht's? Servus. Gut, hallo. Gut. Können Sie wechseln? Was? Können Sie wechseln? Nein, ich kann nicht wechseln. Dann komme ich gleich wieder. Ja, ich bin schon. Nein. Tschüss. Tschüss, der war, gell? Der kommt öfter zu mir, ja. Er begrüßt mich täglich, fragt mich, ob ich einen Kaffee will, wenn ich Frühdienst habe, bringt mir irgendwelche Süßigkeiten. Ja, also, aber ich nehme natürlich nicht gern was an, weil was soll ich von einem Obdachlosen nehmen? Ja, aber wir haben eine nette Beziehung, ja. Er organisiert für die anderen dort irgendeine Leute geheiratet, ja. Den hat er am Brautstrauß organisiert, er ist der große Macher da. Echt? Ja, weil er auch Deutsch kann, ja. Weil die anderen können ja eigentlich alle nicht Deutsch, ja. Also ich kann mit den anderen außer Hallo oder das mich grüßen oder Madame. Ich meine, mich kennen ja alle, ja. Die kennen mich zum Beispiel. Und wenn ich mal zum Beispiel hier wirklich Hunger gehabt habe oder die haben zu mir gesagt, kannst du mir helfen oder irgendwas. Oder kann ich dir helfen? Zum Beispiel, weil ich habe Geburtstag gehabt und die wissen, wann ich Geburtstag habe. Das ist genau am Valentinstag. Und ich sitze dort mit Kollegen und alles, bringst meinen ganzen Blumenstrauß. Zigaretten, Wodka, Bier, haben so ein ganzes Paket gemacht und es ist kalt, rundherum, die Läden halt. Ja, aber schön. Roman schläft nachts jetzt in einer Notschlafstelle mit 5 anderen im Zimmer, kann dort duschen und Wäsche waschen. Hygiene war ihm immer wichtig, auch als er noch im Freien schlief. Es gibt ja Leute auf der Straße, die sind wirklich richtig dreckig und sowas würde mich stören. Zum Beispiel. Ich kann nicht in die U-Bahn einsteigen und ich merke das, ich sehe es an den Leuten schon, dass sie obdachlos am Ende sind. Oder ich sehe es. Aber ich tue mich schon rasieren, pflegen. Und das hatte ich auch hier gemacht. Ich bin immer duschen gegangen an der U-Bahn-Station, speziell auch. Der slowakischen Seite. Mich selber stört das, ja. Ich finde, ein Bahnsteig, der so ausschaut und wenn man da so reinkommt und aussteigen will, sei es jetzt als Tourist, sei es jetzt als jemand, der beruflich die Bahn nützt, finde ich, ist es wirklich kein schöner Anblick. Aber es gibt natürlich auch Leute, denen tut der Herr Fischer leid und die versorgen ihn mit Essen und Trinken und was auch immer. Ja, wie gesagt, wir versuchen, das da wegzubekommen. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Wie wird sich weisen. Streetworkerin Susanne Peter und ihr Kollege fahren mit ihrem Kältebus nachts durch Wien, um Obdachlosen zu helfen. Sie besorgen den Menschen einen Platz in einer Notschlafstelle oder versorgen sie mit Decken und Schlafsäcken. Sie Zigarette? Ja. Hallo, Susi. Danke, ja. Hallo. Hallo. Wo schlaft ihr mit den Hunden? Ja. Wo schlafen? Ja, da Alex. Schlafe mal am Park, wo Park, Toilette, mal Anter Duna. Anter Duna. Ja, Madame, nicht gut, ich mal schlafe in der Toilette, mal Polizei, die kommen, mal Polizei, die weg. Mhm. Ja. Sie dürften in einem Park in der Nähe der Donau schlafen. Und da dürfte es irgendwo ein WC geben. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die Polizei sie einmal vertrieben hat in der Nacht. Und dürfte halt schlechtes Wetter auch gewesen sein. Und sie haben nur einen ganz schlechten Schlafsack gehabt. Darum haben wir ihnen jetzt den winterfesten Schlafsack von uns gegeben. Einen zweiten. Ja? Gut aufpassen drauf. Gut? Alles Gute. Ciao. Alles Gute. Ja? Wir haben einen Klienten jahrelang auf der Straße betreut, der psychisch sehr schwer krank war und wir dann für ihn doch eine Wohnmöglichkeit organisieren konnten. Und er hat es, glaube ich, genau 3 Monate in der Wohnung noch geschafft zu leben und ist dann jetzt in der Wohnung verstorben. Das heißt, einerseits schön als auch traurig, dass er einfach gestorben ist, aber ich denke mal wenigstens menschenwürdig in seinem Bett, in seiner Wohnung. Und nicht irgendwo auf der Straße.
In Wien kümmert sich Dr. Monika Stark um die medizinische Versorgung obdachloser Menschen. Die Ärztin hat Herrn Secchi aus Ungarn einen kostenlosen OP-Termin in einem Krankenhaus besorgt. Doch irgendetwas ist schiefgelaufen. Er braucht eine Operation. Ganz dringend. 10.000 Euro? Nein, ja. Na, ich sagte, was will ich? Ich habe den schon geschickt auf die Dermatologie und sie haben gesagt, sie machen's. Ja? Und dann ist er hingegangen ohne Dolm. Gehen. Und nicht mehr hier sein am Bahnhof Kitzee. Und da haben sie hier viele getäuscht. Das ist ein Wahnsinn eigentlich. Ja, sieht schrecklich aus. Ja. Das gefällt dir noch nicht so, gell? Nein. Ich meine, wenn er obdachlos ist, das ist eine Sache, aber dass es dann so schrecklich ausschaut, ist eine andere. Ich fahre fast jeden Tag hier vorbei mit dem Fahrrad und mit dem Hund. Und am Anfang war es ein ganz kleiner Haufen, dann wird es immer mehr. Und der wohnt, glaube ich, schon seit einem Jahr. Und mein Mann hat zu mir gesagt, nö, der fährt immer weg. Der wartet nur am Zug. Aber irgendwann wird es richtig hier dreckig. Und dann haben wir gedacht, das kann nicht sein. Ich habe nichts gegen jemanden, der hier ist. Aber stellen Sie vor, es macht eine Lehre und an jedem Bahnhof in Österreich wohnt ein Obdachloser. Mit dem Dreck, ja. Man könnte eine richtige Reklame dafür machen. Ja, warum ziehen Sie dann nicht nach Barndorf? Ja, ist das, was heißt, ziehen Sie nach Barndorf? Das würden Sie diktieren. Und das kann nicht sein. Nein, ich will nur nicht, dass dieser Dreck am Bahnhof steht. Ja, Sie können hier sitzen, wie viel Sie wollen. Aber der Dreck, das ist was schrecklich, oder? Also, es ist unhygienisch, finde ich auch. Und dann frage ich mich, wo der Herr auf die Toilette geht und wer duscht sich und wo wäscht sich, ich weiß es nicht. Ja, diesbezüglich also zu dieser Frau, die was nur am Bahnhofsgelände spazieren geht, noch dazu mit einem Hund ohne Maulkorb, sag ich, soll am besten gar nicht ihren Mund aufmachen. Schauen, weitergehen. Egal, wo man herkommt, es gibt hygienische Vorschriften und so ein Dreck gehört einfach nicht. Unsere Bürgermeisterin kommt auch noch. Grüß Gott, Frau Bürgermeister. Gehört einfach nicht auf den Bahnhof, das ist alles. Grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte nur gerne eine Lösung. Ich hätte gerne eine Lösung, dass der Bahnhof da sauber ist. Das haben wir eh schon geredet. Und wird jetzt irgendeine werden wir schon finden, ja. Hoffe ich. Und wenn nicht, stört mir da ein Zelt auf der slowakischen Seite. Mich selber stört das, ja. Ich finde, ein Bahnsteig, der so ausschaut und wenn man da so reinkommt und aussteigen will, sei es jetzt als Tourist, sei es jetzt als jemand, der beruflich die Bahn nützt, finde ich, ist es wirklich kein schöner Anblick. Aber es gibt natürlich auch Leute, denen tut der Herr Fischer leid und die versorgen ihn mit Essen und Trinken und was auch immer. Ja, wie gesagt, wir versuchen, das da wegzubekommen. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Wie wird sich weisen? Streetworkerin Susanne Peter und ihr Kollege fahren mit ihrem Kältebus nachts durch Wien, um Obdachlosen zu helfen. Sie besorgen den Menschen einen Platz in einer Notschlafstelle oder versorgen sie mit Decken und Schlafsäcken. Ist die Zigarette? Hallo. Funktioniert nicht. Nimmt sie. Der vergeht so schnell. Unglaublich, aber ist so. Romans erster Schlafplatz im Stadtpark war nahe am Kanal. Der Tscheche studierte in Deutschland Chemie, kam dann auf die schiefe Bahn, stellte selbst Drogen her und verkaufte sie. Er wurde erwischt und war eine Zeit lang im Gefängnis. Ja, ich kam von Spanien her. Das war mein letzter Aufenthaltsort. Dort habe ich gearbeitet ganz normal und auch eine Wohnung gehabt. Aber durch die Wirtschaftskrise, ich habe als Autolackierer dort, das ist mein Beruf, praktisch mein erlernter Beruf. Und durch die Wirtschaftskrise, ich habe im Monat 800 Euro verdient. Das war mal zu wenig. Ich habe eine Wohnung gehabt, die hat 400 Euro schon gekostet. Und das war mal zu viel. Aber ich hatte ein Aufenthaltsverbot in Deutschland noch. Und dann kam ich erst hierher, habe halt Halli-Dalli mit meinem Geld rumgeschmissen und Hotel bezahlen müssen jeden Tag, 55 Euro Hotel. Ja, und irgendwann ist das Geld ausgegangen, da wollte ich meine Eltern gar nicht so irgendwie in dem Sinn nicht nerven wegen Geld. Ich sagte halt meiner Mutter, ich arbeite und alles gut, Mama, und dies und das. Und dann bin ich halt hier durch die Leute irgendwie
Ich habe sie so kennengelernt auf der Straße und am Ende haben wir hier zusammen gelebt. Als Roman in Wien ankam und ihm das Geld für eine billige Unterkunft ausging, schlief er hier am Westbahnhof. Dann habe ich so ein Gebüsch gehabt, oder es war zugewachsen, Schlafsack genommen, den habe ich auch, ich weiß gar nicht, ob mir die Leute es gegeben haben, ich weiß nicht mehr. Ja, und auf jeden Fall habe ich Schlafsack genommen, immer hingelegt, war ja warm ziemlich. So ein, das war zugewachsen, nur kein Sträucher, nicht. Und zwischen zwei Straßenbahnen. Ja, ich musste wann früh ist, weil die Straßenbahn fahren. Aufgestanden, zusammengepackt, versteckt meine Sachen. Ja, und halt rumgelaufen. Wir haben den Koffer dann gestohlen. Und irgendwann stehst du ohne Klamotten da. Die zwei Jahre im Stadtpark haben bei dem Mann längst ihre Spuren hinterlassen. Reinster Horror. Ja, man gewöhnt sich irgendwie an alles dann. Vielleicht auch durch Alkohol ist da alles irgendwie egal. Und, aber man gewöhnt sich schnell dran. So im Sommer war es ganz okay, aber wenn es dann kälter wird, dann ja, ist es irgendwann mal. Da bist du aus dem Schlafsack gar nicht raus, wenn es kalt ist. Oder wenn es auf die Toilette muss, drückst du so lange die weg, bis du wirklich nicht mehr kannst. Und dann musst du halt aufziehen. In der Gruft macht. Also, Hauptsache es hier. Zwei Jahre lang lebte Roman im Stadtpark von Wien. Mittlerweile kann er die Nächte in einer Notschlafstelle verbringen. Tagsüber ist er aber oft im Park. Die Menschen hier kennen ihn gut. Hallo. Hallo, alles na, gut? Wie geht's? Na, servus. Gut, hallo. Gut. Können Sie wechseln? Was? Können Sie wechseln? Nein, ich kann nicht wechseln. Dann komme ich gleich wieder. Ja, ich bin schon. Na, ja. Tschüss. Tschüss, der war, gell? Der kommt öfter zu mir, ja. Er begrüßt mich täglich, fragt mich, ob ich einen Kaffee will, wenn ich Frühdienst habe. Bringt mir irgendwelche Süßigkeiten, ja, also, aber ich nehme natürlich nicht gern was an, weil was soll ich von einem Obdachlosen nehmen? Ja, aber wir haben eine nette Beziehung, ja. Er organisiert für die anderen dort irgendeine Leute geheiratet, ja. Den hat er am Brautstrauß organisiert, er ist der große Macher da. Ja, weil er auch Deutsch kann, ja. Weil okay. Die anderen können ja eigentlich alle nicht Deutsch, ja. Also ich kann mit den anderen außer Hallo oder das mich grüßen oder Madame. Ich meine, mich kennen ja alle, ja. Die kennen mich zum Beispiel. Und wenn ich mal zum Beispiel hier wirklich Hunger gehabt habe oder die haben zu mir gesagt, kannst du mir helfen oder irgendwas. Oder kann ich dir helfen? Zum Beispiel, weil ich habe Geburtstag gehabt und die wissen, wann ich Geburtstag habe. Das am genauen Valentinstag. Und ich sitze dort mit Kollegen und alles, bringst meinen ganzen Blumenstrauß. Zigaretten, Wodka, Bier, haben so ein ganzes Paket gemacht und es ist halt rundherum die Läden halt. Ja, aber schön. Roman schläft nachts jetzt in einer Notschlafstelle mit fünf anderen im Zimmer, kann dort duschen und Wäsche waschen. Hygiene war ihm immer wichtig, auch als er noch im Freien schlief. Es gibt ja Leute auf der Straße, die sind wirklich richtig dreckig und sowas würde mich stören. Zum Beispiel. Ich kann nicht in die U-Bahn einsteigen und ich merke das, ich sehe es an den Leuten schon, dass sie obdachlos am Ende sind. Oder ich sehe es. Aber ich tue mich schon rasieren, pflegen und das hatte ich auch hier gemacht. Ich bin immer duschen gegangen an der U-Bahn-Station, speziell auch. Und da zahlt man 2,40 € und kann eine Stunde duschen und also alles kannst du dann machen. So, Friseur kannst du auch gehen. In die Gruft zum Beispiel. Aber man muss halt schon schauen, auch auf Hygiene. Das Zeltlager, das er mit Kollegen im Stadtpark noch kürzlich bewohnte, wird jetzt definitiv geräumt. Nach langem Hin und Her konnte die Caritas für alle Obdachlosen doch noch ein Notquartier auftreiben. Morgen ist Räumung, also total. Heute über Polizei hier. Morgen ist Räumung dann. Jeder hat eine Unterkunft. Das ist schon mal ganz gut. Nicht selten sind Tiere die einzigen treuen Begleiter obdachloser Menschen. Sie sind Ersatz für Familie, geben Geborgenheit. Nein, ich will nur nicht, dass dieser Dreck am Bahnhof steht. Ja, sie können hier sitzen, wie viel sie wollen. Aber der Dreck, das ist was schrecklich, oder? Also, es ist unhygienisch, finde ich auch. Und dann frage ich mich, wo der Herr auf die Toilette geht und wer duscht sich und wo wäscht sich. Ich weiß es nicht. Ja, diesbezüglich also... Zu dieser Frau, die was nur
am Bahnhofsgelände spazieren geht. Noch dazu mit einem Hund ohne Maulkorb. Sag ich, soll am besten gar nicht ihren Mund aufmachen. Schauen, weitergehen. Egal, wo man herkommt, es gibt hygienische Vorschriften und so ein Dreck gehört einfach nicht. Unsere Bürgermeisterin kommt auch noch. Grüß Gott, Frau Bürgermeister. Gehört einfach nicht auf den Bahnhof, das ist alles. Grüß Gott, Herr Doktor. Ich hätte nur gerne eine Lösung. Ich hätte gerne eine Lösung, dass der Bahnhof da sauber ist. Das haben wir eh schon geredet. Und wird jetzt irgendeine werden wir schon finden, ja, hoffe ich. Und wenn nicht, stört mir da ein Zelt auf der slowakischen Seite. Mich selber stört das, ja. Ich finde, ein Bahnsteig, der so ausschaut, und wenn man da so reinkommt und aussteigen will, sei es jetzt als Tourist, sei es jetzt als jemand, der beruflich die Bahn nützt, finde ich, ist es wirklich kein schöner Anblick. Aber es gibt natürlich auch Leute, denen tut der Herr Fischer leid, und die versorgen ihn mit Essen und Trinken und was auch immer. Ja, wie gesagt, wir versuchen, das da wegzubekommen. Das ist eigentlich mein Hauptanliegen. Wie wird sich weisen. Streetworkerin Susanne Peter und ihr Kollege fahren mit ihrem Kältebus nachts durch Wien, um Obdachlosen zu helfen. Sie besorgen den Menschen einen Platz in einer Notschlafstelle oder versorgen sie mit Decken und Schlafsäcken. Sie Zigarette? Ja. Hallo, Susi. Danke, ja. Hallo. Hallo. Wo schlaft ihr mit den Hunden? Ja. Wo schlafen? Ja, da liegt's. Schlafe mal am Park, Toilette, mal Anter Duna. Anter Duna. Ja, Madame, nicht gut, ich mach schlafe na Toilette, ma Polizei, die kommen, ma Polizei, die weg. Mhm. Ja. Sie dürften in einem Park in der Nähe der Donau schlafen. Und da dürfte es irgendwo ein WC geben. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die Polizei sie einmal vertrieben hat in der Nacht. Und dürfte halt schlechtes Wetter auch gewesen sein. Und sie haben nur einen ganz schlechten Schlafsack gehabt. Darum haben wir ihnen jetzt den winterfesten Schlafsack von uns gegeben. Einen zweiten. Ja? Gut aufpassen drauf. Gut? Alles Gute. Ciao. Alles Gute. Ja? Wir haben einen aus und es ist ein guter und positiver Abschied im Sinn von, es ist auch traurig, ja, weil sie war gerne hier, ist viel passiert und es ist aber ein Abschied so in ihre Eigenständigkeit, ja, und es ist Freude und Trauer. Was sind so Träume oder Ziele? Ja, dass ich Arbeit habe, ja, eine Wohnung. Ja, dass mir gut geht. Also, jetzt geht es mir schon sehr gut. Weiß ich nicht. Also, ich war wirklich froh und bin froh, dass ich hier bin. Ich weiß nicht, was sonst passiert war. Es ist mir wirklich schlecht gegangen. Herr Sepp lebt seit fast einem Jahr am Bahnhof von Kitzee. Das gefällt nicht jedem. Es gab massive Beschwerden beim Gemeindeamt. Deshalb versucht die Bürgermeisterin jetzt, dem 55-Jährigen eine neue Bleibe zu suchen. Die ÖBB würde am Gelände einen Raum zur Verfügung stellen. Das ist der Mannschaftsraum der ÖBB, des Bahnhofs, der bis jetzt als Lager genutzt wurde, also eigentlich nicht wirklich gebraucht worden ist. Und die ÖBB wäre bereit, das als Unterkunft zu vermieten. Für 100 Euro im Monat. Und wie klingt das? Ja, sehr akzeptabel. Ist auch eine bessere Lösung. Das ist auch ein Raum hier. Genau. Und da ist noch eine Toilette. Toilette und ein Waschbecken. Man kann sagen, eine Luxuswohnung. Wird Herr Sepp endlich wieder ein Dach über dem Kopf bekommen? Er selbst ist noch skeptisch. Bei mir kommt immer erst dann Freude auf, wenn etwas definitiv ist, nicht vorher. Ja, die Gemeinderatssitzung ist am 22. und da wird sich's entscheiden. Gut. Wiederschauen. Auf Wiedersehen, Frau Doktor. Alles Gute, gell? Trag deinen Schlüssel zurück. Gut. Da der Warteraum versperrt ist, muss Herr Sepp jede Nacht im Freien verbringen. Er schläft nicht im Schlafsack, sondern auf einem Sessel. Und so war ich den ganzen Winter heraus. Bis zu den minus 15. Drei Schichten, also Unterkörper, Oberkörper praktisch.
Also 7 T-Shirts habe ich an. 2 Sweater. Diese dünne Jacke. Und jetzt diese Winterjacke. Und sonst habe ich nur praktisch eine andere Jacke auch dazwischen angezogen. Kälte spüren. Ja, du spürst das schon in den Füßen. Und dann später habe ich hier den Koffer, oder? Und den habe ich dann praktisch als Isolationsunterlage genommen. Und eine kleine Kerze. 29 April. 29. April soll er erst Kontrolle machen. Hey. Gut. Wenn jemand länger hustet als 2-3 Wochen, dann schicken wir die alle wie eine Triagestelle sowieso nach Erdberg zu der DPC-Fürsorgestelle. Und die kriegen dann ein Röntgen. Die brauchen ja auch für die Schlafstellen das Röntgen, dass sie dort rein dürfen. Also das sind eh ganz gut eigentlich. Von daher, da gibt's gute Strukturen. Und ich weiß nicht, ich hätte auch gern gehabt, dass er mir einen Zettel, wahrscheinlich hat er das mal gehabt und hätte mir halt geholfen, wenn er einen Zettel mitgehabt hat. Aber ehrlich gesagt, sicherheitshalber, wenn man einer schon entgegenwachelt, dass er DPC hat, dann muss ich ihn nicht im Bus reintun. Aber sonst kann eh jeder rein im Prinzip. Problem. Mit den Ohren hat er auch. Ohren. Da muss ich reinschauen. Ich mag jetzt nur nicht, solange ich nicht weiß, was mit der DPC ist, mag ich ihn halt nicht im Bus. Ja, ich schaue schnell ins Ohr rein. Problem. Ja. Großes Problem. Ja, ja. Großes Problem. Großes Problem. Ja, das stimmt wirklich. Ja, das stimmt. Große Problem. Naja, das ist so. In der Früh. Und Abend, Minata, ja, die Minaza und Sarah. Eine, das ist, ich zeige Ihnen, wie das geht. Nein, das ist nicht Tablette, ich zeige ihm das. Das ist wie Dreh und Trink, ja? So, eine nehmen, dann hier umdrehen und dann ins Ohr eintropfen. Ganze Flasche, ganze Flasche. Einmal in der Früh, einmal am Abend. Das schreibt hin, so chronisch superative Otitis Media. Alle sagen, sie sind die Beste. Nein, stimmt ja. Ich habe mitgehört jetzt. Also es ist wirklich so eine schöne Arbeit. Man kriegt so viel zurück. Abgesehen davon, dass ich mindestens 3 Heiratsanträge kriege jeden Vormittag. Ist einfach, die sind so dankbar und so machen auch die Dinge, wie man es ihnen mitgibt und freuen sich, wenn man kommt. Ja, also das ist ja nicht so, dass ich hier Strafzettel austeile und mich jeder anschnotzt. Ja, das ist ja wirklich ein Traumjob in Wahrheit, ja, weil man einfach so viel zurückkriegt. Im vergangenen Jahr geriet eine Gruppe von Obdachlosen im Wiener Stadtpark in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Die Zelte wurden von der Polizei geräumt, weil sich Anrainer beschwert hatten. Ein paar Menschen sind im Park geblieben. Doch jetzt droht erneut eine Räumung durch die Polizei. Roman, ein Tscheche, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist einer der Sprecher der Gruppe. Keine Ahnung, ich habe gehört, es waren Beschwerden von Nachbarn, Häusern oder was weiß ich, dass hier schmutzig wäre oder dreckgelassen ist. Und jetzt mal 3-mal die Polizei hier, jetzt die letzten paar Tage, und sagten, ja, es soll halt geräumt werden. Und heute ist der letzte Tag, wo man noch hier bleiben kann. Oder das soll. Zuerst war der Job weg, dann ging die Partnerschaft in die Brüche. Die Schulden wurden immer größer. Vorher war ich Hausbesorgerin, 17 Jahre. Und dann haben sie aber Reinigungsfirma genommen. Dann bin ich ein Jahr in einer kleinen Wohnung gewesen. Da habe ich mich aber gar nicht mehr wohl gefühlt. Habe keine Arbeit gehabt und gar nichts. Ne? Und dann ist immer bergab gegangen. Also mit den Pulver, die haben auch nichts mehr gewirkt und so. Die Bewohnerinnen werden von Sozialarbeiterinnen betreut und kommen hier endlich wieder zur Ruhe. Sie lernen durch tägliche Arbeiten, wie etwa den Quartiersdienst, wieder Verantwortung zu tragen und Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist schon lange her, wo man sich richtig so herzlich lachen kann. Das fehlt mir, also das habe ich schon lange nicht gehabt und das ist da sehr, das ist so erfrischend und ja, das ist sehr angenehm. Gell, Heidi? Ich brauche das auch. Das gibt gar keinen Tag, wo wir nicht lachen. Das ist immer, da mein Bauch will schon, legen wir uns ins Bett und wechseln. Ich war eher, wie sagt man, so unsicher, ängstlich. Ja, oder ich glaube, ich bin nichts wert oder so. Aber das ist da ganz anders. Also ich hab gern viele Leute um mich. Ja, und das halt der Gaudi ist. Ne? Aus Miriam der Caritas, guten Tag. Hallo Felix.
Ja, einen Moment bitte. Verbinde. Ja, Männer dürfen im Prinzip schon kommen, nur die nicht. Es gibt eine Liste, wo drauf steht, wenn jemand Hausverbot hat. Die dürfen dann nicht herein, beziehungsweise wenn sie reinkommen, muss man sofort das Büro verständigen. Heidi hat heute ein Gespräch mit der Leiterin des Hauses. Das Ziel ist es, dass die Frauen im Haus lernen, wieder selbstständig zu leben. Und dass sie physisch wie psychisch stabil werden. Was hilft Ihnen am meisten? Der Zusammenhalt. Untereinander. Von den Frauen jetzt. Und alles. Ich freue mich überhaupt über alles. Über jede Kleinigkeit. Ja. Und was hilft Ihnen noch? Das Lachen. Mhm. Also wenn wir so gerade haben oder so zusammensitzen, spielen. Mhm. Ich denke auch der Portierdienst, oder? Mhm. Ja, das freut also, dass sie da erleben, dass sie was können, dass sie anerkannt sind, dass sie was leisten, dass die anderen zufrieden sind. Also das gibt's immer wieder, dass Frauen einziehen, die auf der Straße gelebt haben. Man sieht es ihnen nicht einmal an. Also das haben sie so organisiert. Das sind die Frauen, die sich dann halt oft schämen, dass sie in dieser Situation sind. Hilft's nicht? Oder im Haus oft viel ist im Schwarzmagie drinnen. Vargas. Herr Vargas, nehmen Sie einmal jetzt diese... Ich spüre nicht, ja, dann nehmen Sie es mit dem an. Wir haben keine Schwarzmagie. Ja, gut. Aber ein bisschen ist auch drinnen, aber da ist... Mehr. Okay, nehmen Sie jetzt mal die zwei Tabletten, okay? Sehr gut, prima, gut gemacht. Gut gemacht. Austrinken, gut. Wir müssen die Medikamente ja auch zukaufen. Wir haben ein gewisses Kontingent, aber im Grunde kommen wir mit dem nicht aus. Und wir haben aber viele, viele Ärztemuster, und es scheitert nur dran, dass Leute gibt, die sich in die Lagnergasse stellen oder auch im Bus helfen zu sortieren. Also es würde Bandagisten, die sagen, wir stellen irgendein Bandagistenmaterial zur Verfügung. Es würde ganz viel, glaube ich, geben und Leute, die aber nicht halt wissen, dass es uns gibt. Und wenn da jeder nur ein bisschen mithilft, dann hätten wir wahrscheinlich einen großen Schritt, eine große Erleichterung. Ja. Seit 8 Jahren ich bin unter der Schwarzmagie. Ja. Seit 8 Jahren. Ja, das geht, dieser Arschloch will nicht von mir weggehen. Ja. Was will er von mir? Will lass mich nicht in Ruhe. Das dann mich los, gib meine Kopf, lösen, ist mir wurscht, aber lass mich mit meinem Herz und meinem Körper andere, die. Er nimmt meine Sperma raus von meinen Eiern. Das braucht er für die Schmerzen. Das braucht er für seine schwarze Magie-Problem. Gegen Angst und schwarze Magie. Wenn das einer liest und findet, der glaubt, ich bin ein bisschen blöd. Aber das ist Hauptsache sicher. 2 Jahre lang lebte Roman im Stadtpark von Wien. Mittlerweile kann er die Nächte in einer Notschlafstelle verbringen. Tagsüber ist er aber oft im Park. Die Menschen hier kennen ihn gut. Hallo. Hallo, alles gut? Wie geht's? Servus. Gut, hallo. Gut. Können Sie wechseln? Was? Können Sie wechseln? Nein, ich kann nicht wechseln. Dann komme ich gleich wieder. Ja, ich bin schon. Nein. Tschüss. Tschüss, der war, gell? Der kommt öfter zu mir, ja. Er begrüßt mich täglich, fragt mich, ob ich einen Kaffee will, wenn ich Frühdienst habe, bringt mir irgendwelche Süßigkeiten. Ja, also, aber ich nehme natürlich nicht gern was an, weil was soll ich von einem Obdachlosen nehmen? Ja, aber wir haben eine nette Beziehung, ja. Er organisiert für die anderen dort irgendeine Leute geheiratet, ja. Den hat er am Brautstrauß organisiert, er ist der große Macher da. Ja, weil er auch Deutsch kann, ja. Weil die anderen können ja eigentlich alle nicht Deutsch, ja. Also ich kann mit den anderen außer Hallo oder das mich grüßen oder Madame. Ich meine, mich kennen ja alle, ja. Die kennen mich zum Beispiel. Und wenn ich mal zum Beispiel hier wirklich Hunger gehabt habe oder die haben zu mir gesagt, kannst du mir helfen oder irgendwas. Oder kann ich dir helfen? Zum Beispiel, weil ich habe Geburtstag gehabt und die wissen, wann ich Geburtstag habe. Das am genauen Valentinstag. Und ich sitze dort mit Kollegen. Basse. Am Anfang ist für mich halt der Horror. Wirklich. Reinster Horror. Mitarbeiter von sozialen Einrichtungen versuchen, das Leid der obdachlosen Menschen so gut wie möglich zu verringern. Sie dürften in einem Park in der Nähe der Donau schlafen. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die Polizei sie einmal vertrieben hat in der Nacht. Gut aufpassen drauf.
Das Klischee vom verwahrlosten Obdachlosen gibt es längst nicht mehr. Die Betroffenen kommen aus allen sozialen Schichten. Das Leben auf der Straße macht schnell krank. Naja, der hat einfach seit 3 Jahren offene Füße, sind so dick und blau und offen und rot und entzündet und es tut ihm einfach weh. Das Mitleid mit jenen, die am Rande der Gesellschaft leben, hält sich bei einigen Mitmenschen dennoch in Grenzen. Sie können hier sitzen, wie viel Sie wollen, aber der Dreck, das ist was schrecklich, oder? Er kehrt weg. Er kehrt ein Heim. Die Gruft der Caritas ist die wohl bekannteste Notschlafstelle in Wien. 2013 wurde ein Tageszentrum gleich neben der Kirche dazugebaut. Hier werden täglich bis zu 400 wohnungslose Menschen verköstigt. Herr Hans kommt oft hierher. Den ehemaligen Prokuristen einer großen Bank warf ein Burnout, eine Scheidung und die Alkoholsucht aus der Bahn. Seine Pension reicht nicht fürs Überleben. Meistens in der zweiten Monatshälfte, wenn das Geld knapp wird, dann bin ich halt auf jeden Fall einmal am Tag da. Es gibt ja sowohl ein kleines Frühstück als auch ein warmes Mittagessen und sogar ein warmes Abendessen. Aber meine Devise ist, ich möchte unbedingt einmal am Tag warm essen. Das soll man, glaube ich, schon. Das wäre morgens wichtig. Und das befolge ich auch. Ne? Da passe ich auf. Man muss halt schon, wenn man älter wird, dann muss man halt schon ein bisschen auf den Körper ein bisschen aufpassen. Herr Hans musste seine Eigentumswohnung verkaufen. Aus einer Gemeindewohnung wurde er rausgeschmissen, weil er die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Er lebte mal bei Bekannten, mal in Pensionen, mal in Notquartieren. Seine erste Nacht in der Gruft ist mehr als 17 Jahre her. Das war der Beginn des Ganzen. Da bin ich aus dem Hotel Bauer aus Geldmangel mehr oder weniger entfernt worden und bin dann hier gelandet. Und da habe ich erst einmal geglaubt, ich bin im falschen Film. Ne? Und bin aber dann doch hier geblieben, weil total pleite war. Nicht einmal Sozialhilfe gehabt habe, nichts, keine Arbeitslose, null. Ja, leider habe ich 2 Krankheiten, muss ich auch sagen. Nicht nur Alkoholismus, gibt es offen zu. Ich habe also, wie so schön heißt, modernerweise eine bipolare Störung. Für mich ist heute Alkohol kein Thema mehr. Ja, also waren zwar dazwischen 5 Enzymuskuren, 4-mal Kalksburg, einmal sogar das...